Hallo Leute von heute. Es ist hier gerade der finale Trailer zur Star Wars The Clone Wars Staffel 7 erschienen. Und ich würde sagen, wir machen auch mal eine kurze Trailer-Analyse und gucken mal so, was für Sets uns Lego dazu bringen könnte. Auf jeden Fall dann let's go. Die Galaxie. Und auf jeden Fall hat Maul jetzt gesagt, der wird die neu machen. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an die Eröffnungsszene aus den ersten Star Wars Teilen 1977, wo dann so ein Sternzerstörer kommt. Ja. Okay, das ist dann jetzt auf Mandalore. Das ist jetzt die Schwester von Herzogin Sabine, die da steht. Bo-Katan. Okay. Okay. Das ist auf jeden Fall gut. Die könnten auf jeden Fall jetzt ein Set mit Mace Windu, Obi-Wan. Ich weiß zwar nicht, welcher Planet das ist und ein paar Kampfdroiden rausbringen. Das wäre nice. Okay, die kämpfen da anscheinend gegen die. Die sind in der Unterzahl. Oh ja, das Lager. Das war eben... Ich glaube, das war jetzt als Lager. Ich weiß nicht, wo das war. Ich glaube, Utapau irgendwie so in der Art. Dazu könnte Lego auch ein Set rausbringen. So ein Klon-Basis da drauf. Wäre auch nice. Oder auch auf Mandalore. Maul. Okay, die Republik wird sterben, hat er dann eben gesagt. Okay, das ist relativ interessant. Weiter geht's. Das ist jetzt hier in der Ratsversammlung. So ungefähr. Nice. Okay, was Maul jetzt macht, ist irgendwie bei den Klonen die Gedanken lesen. Auf jeden Fall Schlacht um Mandalore müssen die ins Set zu bringen. Das muss. Okay, jetzt ist das mit Ahsoka. Der Part, da würde ich mir auch ein Set zu wünschen. Wartet mal eine Sekunde. Hier mit ihrem Speeder, der da ist. Auf jeden Fall nice. Da würde ich mir ein Set auf jeden Fall zu wünschen. Auch mit hier dieser Untergrundwäldlerin. Hier sieht man, dass Ahsoka hier sich mit Bo-Katan verbündet und so. Ist auf Mandalore wahrscheinlich. Oh ja, auf jeden Fall. Wir brauchen Venator-Sternzerstörer. Lego. Das wäre nice. Das brauchen wir unbedingt. Okay, ich weiß zwar nicht, in was für ein Schiff jetzt Ahsoka da drinne sitzt, mit wem. Ich nehme an, irgendwie Klon oder vielleicht diese Untergrundwäldlerin von eben. Ich habe keinen Plan. Vielleicht sehen wir das Schiff ja auch in der Serie. Das wäre auch nice, wenn die dazu ein Set bringen würden. Anakin kämpft gegen ein paar Droiden. Okay. Ja, hier. Bad Batch, auf jeden Fall nice. Die müssen ein Set dazu rausbringen. Auch mit Admiral Trench und so. Das müssen die machen, auf jeden Fall. Nice, die kämpfen dann mit Rex anscheinend zusammen. Hier, da können wir jetzt die Schlacht von Mandalore sehen. Wenn ich mich nicht irre, doch. Ist doch die von Mandalore. Ja. Ist die von Mandalore anscheinend und Separatisten und Klone. Und dann brauchen wir auch unbedingt diese Klone mit diesen Jetpacks. Oh, das brauchen wir unbedingt, auf jeden Fall richtig nice. Auch so einen Droiden, den wir jetzt hier so im Hintergrund sehen, den hier. Den brauchen wir unbedingt. Das wäre richtig nice. Ja, hier. Der explodiert gerade. Nice. Was war das denn für eine Kreatur? Krass. Okay. Ja, das wissen wir schon. Das ist okay, Ahsoka ist anscheinend auf dem Venator-Sternzerstörer. Ich weiß nicht, wo es dahin geht. Die sind anscheinend im Hyperraum. Und Maul erzählt, dass das ein Part von seinem Plan ist. Der Plan. Oh. Anakin mit hier. Oh mein Gott, warte, das muss ich nochmal kurz zeigen. Hier das Gesicht von Anakin. Guckt es euch an, wie in Episode 3. Alter, krass. Auf jeden Fall, dazu müssen die eine Minifigur rausbringen. Und jetzt auch wieder, wartet, so hier gegen Admiral Trench da. Sein Lichtschwert zückt auch eine Minifigur, bitte, von Admiral Trench. Und auch hier seinen... hier, Strategie-Druiden, genauso heißen die. Das wäre so nice.
Und dann, dass die dann so den Raum da von Admiral Trench machen. Ich weiß nicht, wo da drin ist, aber wenn das sein Schiff ist, dann auch bitte sein Kommandoschiff oder seine Kommandostation, was auch immer. Lego, bringt das bitte raus. Auf jeden Fall, das wäre nice. Da haben wir jetzt eben, wartet mal eine Sekunde, bin ich zu blöd dafür, ja, hier, Ahsokas Legion gesehen. Man sieht Rex und so. Die haben jetzt extra ihre Helme zu Ehren von ihr gefärbt. Dazu müssen die Battle Pack rausbringen. 500 Erste mit diesen Helmen. Boah, das wäre so geil. Das könnte Lego machen. Auf jeden Fall, die brauchen Battle Packs. Okay, Obi-Wan ist das nicht anscheinend? Ja. Okay. Ja, hier wieder Mandalore. Da könnten die so viele Sets so rausbringen. Auch ein Gebäude. Von mir aus auch irgendein Speeder. Hauptsache, die bringen da viele Mandalorianer mit rein. Von mir aus auch nochmal wieder ein Mandalorianer-Battlepack. Habe ich nichts dagegen, dann so ein Deathwatch-Battlepack nennen oder so. Darth Mauls Schattenkollektiv-Battlepack oder sowas. Wobei, wartet kurz, zum Schattenkollektiv gehören nicht nur die Deathwatcher. Entschuldigung. Wieder von Ahsoka. Eine Sekunde warten. Ja, hier, ganz genau hier. Dieser Droide, wie schon eben gesagt, den wünsche ich mir wieder mal als Lego-Set von den Separatisten. Das wäre cool mit zwei Kampfdroiden und zwei Klontrupplern. Der 501. Das wäre mal nice. Ui, eine Minifigur von einer schwangeren Padme wäre auch nicht schlecht. Auch nice. Oh, diese Schiffe. Diese separatistischen Schiffe. Das sind doch diese Schiffe, ich glaube, wie bei Grievous in Episode 3 hier, bei der unsichtbaren Hand. Richtig nice. Müssen die rausbringen. Bitte bringt es raus. Das wäre so nice. Diese Schiffe sind so geil. Und dann mit Admiral Trench da drin. Vielleicht ist das ja eins von denen sein Kommandoschiff. Das wäre nice, auf jeden Fall. Okay. Eine Sekunde wieder mal zurückgehen. Ja, hier. Ach, kommt schon. Hier dann. Jetzt aber hier oben dieses Kommando-Ding. Was auch immer. Das wäre auch cool, wenn dazu ein Set rauskommen würde. Aber das wünsche ich mir jetzt nicht so wirklich. Auf jeden Fall eine neue Darth Maul Minifigur. Wir brauchen eine neue Darth Maul Minifigur. Die müssen den unbedingt rausbringen. Das wäre nice. Und auch eine neue Ahsoka Minifigur. Hier dieses Shuttle. Vor einer Sekunde. Hier. Oh, komm schon. Dieses Shuttle, das wäre cool, wenn die das rausbringen würden. Es erinnert mich ein bisschen an das Tidarium Shuttle, hat aber so seine Unterschiede. Sieht aber auf jeden Fall nice aus. Oh mein Gott, was haben wir da eben gesehen? Tatsächlich, mandalorianische Sternjäger, neuen mandalorianischen Sternjäger und neue Gunships von Clone Wars. Klar, die werden wahrscheinlich nicht alles rausbringen, was ich jetzt sage, habe ich vergessen zu erwähnen. Aber so einen neuen mandalorianischen Starfighter wäre nice und auch ein Republic Gunship ein neues. Das wäre cool. Das wäre richtig geil. Okay. Ja, neues Gunship. Und das war's dann vom Trailer auch schon. Auf jeden Fall ein paar ganz nice Shots. Nochmal ganz kurz zurückgehen. Dann können wir hier auch nochmal Ahsoka sehen. Und da schließt sich irgendein Tor. Ich nehme an, das ist im Lichtschwertkampf gegen Darth Maul. Ja, und das war's dann auch wirklich vom Trailer. So, ich bin so richtig gehypt auf Clone Wars Staffel 7. Ich freue mich schon mega drauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.